Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect in der Staffel Nummer 6 und der Folge 83, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube schon 83, ne? Willkommen zurück zu dieser wunderschönen kleinen Episode und zu diesem wunderschönen Let's Play, denn wir hatten ja in der letzten Episode keine Episode gehabt, sozusagen, beziehungsweise in der letzten Woche keine Episode gehabt, weil ich ja leider krank war. Ja, mittlerweile ist die Stimme wieder da, so halbwegs zumindest. Das heißt, ihr könnt euch glücklich schätzen, mich wieder reden zu hören oder so. Nein, eher nicht. Aber egal. Willkommen zurück zu dieser wunderschönen Episode, in der ich mich mal wieder zurechtfinden muss. Ich glaube, wir hatten in der letzten Episode das hier unten geplant. Und ich glaube, wir hatten auch geplant, dass wir das jetzt hier mal bauen wollten. Und hier vorne dieser Zwischengang ist noch im Bau seit der letzten Episode. 82, die dürfte das zumindest gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns in dieser Folge drastisch damit beschäftigen können, hier die Sozialräume und sonstige Gedöns irgendwie ans Laufen zu kriegen und natürlich auch heute Nacht nochmal eine Razzia zu machen, was ihr euch ja unter vielen Episoden mal wieder gewünscht habt. Das heißt, ich glaube, wir können sowas in der Art mal wieder machen und ich denke mal, das wird auch eine sehr, sehr schöne Kleinigkeit werden, die wir tun können. Zunächst aber natürlich hier vorne mal wieder unser Workaholic ist bewusstlos, der müsste mal wieder in die Einspeisung hier in Richtung... Ja, Gefängnisarzt. Wir beginnen natürlich die Episode erstmal damit, hier diese Werkstatt wieder freizuräumen, denn dadurch, dass wir natürlich da unten diese Baustelle begonnen haben, ist ja dann doch ein bisschen viel an Holz in die Werkstatt gekommen und es ist sau wenig Platz für alles eigentlich, ne? Das heißt, es ist ganz schön wichtig, dass wir jetzt mal anfangen, hier die Werkstatt aufzuräumen. Nicht, dass die morgen halt eben nicht mehr arbeiten können, weil da halt eben irgendwie alles voll ist. Das wollen wir natürlich vermeiden. Selbstverständlich, ich denke mal, vom Geld her dürfen wir ja mit dem neuen Gefängnistrakt nicht besonders viele Probleme haben, aber wie gesagt, ich glaube, ich hatte das schon irgendwann mal angesprochen, wird von dem Geld ja nicht mehr besonders viel übrig bleiben, nachdem wir hier unten mit fertig sind. Das heißt, es wird sicherlich eine wunderschöne Runde geben. Einige von euch haben übrigens, oder jemand hatte mal gefragt, warum ich eigentlich auf Pause drücke. Warum ist der Arzt? Ne, der Arzt ist nicht bewusstlos. Warum ich eigentlich auf Pause drücke, wenn ich hier am Arbeiten bin? Das ist ein recht simpler Grund. Ich versuche ja hier möglichst nur das zu treffen, was ich auch verkaufen möchte mit dem Verkaufen-Tool. Das heißt zum Beispiel das Ding jetzt hier. Wenn das jetzt hier die ganze Zeit am Spielen ist oder das Spiel weiterläuft, dann ruckelt das Ganze so ein bisschen mehr. Und ich wäre nicht 100% sicher, oder ich würde zumindest relativ häufig irgendwas treffen, was ich gar nicht treffen möchte. Deswegen drücke ich immer ganz gerne auf Pause, um zu verhindern, dass es irgendwie, ich weiß nicht, zu Problemen kommt oder dass da irgendwie, technische Schwierigkeiten entstehen. Deswegen ist das irgendwie ein bisschen angenehmer, wenn man sich da sparen könnte. Ja, hier sieht es besonders schön aus in diesem Trakt, aber den wollen wir getrost ignorieren. Momentan ist die Baumschule hier gerade dran und es wird heftig viele Bäume gefällt momentan. Wie gesagt, die Werkstatt wird vermutlich völlig überfordert sein. Und wir haben hier unten endlich die Erweiterung von diesem Mittelgang gebaut sozusagen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch wieder runter zu diesen Gang hier ziehen, damit wir hier auch, das dürfte jetzt 29 Meter lang sein, ja ist es, damit wir hier auch runter zu alles zur Verfügung stehen haben. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an zu bauen. Ich meine, jetzt haben wir jetzt hier vorne eben den Durchgang freigeprügelt. Ich meine, das ist schon mal schön, dann haben wir schon mal so ein bisschen was fertig. Ich denke mal, das ist vielleicht eine ganz schlaue Idee, wenn wir tatsächlich anfangen, hier unten diese Kantine zu bauen, die vermutlich das allererste sein wird, was wir jetzt mal in Betrieb nehmen werden. Also sie wird nicht als Kantine ausgewiesen oder sowas. Es gibt ja eh noch keine Häftlinge, die hier rein sollen. Aber ich glaube, es ist schon eine ganz schöne Sache, wenn wir das schon mal vorbereitet haben, wenn das schon mal fertig ist. Hier kommen Personaltüren hin hier vorne. Das heißt, wir werden hier einmal ein Loch in der Wand lassen, logischerweise. Und da auch. Einfach um die Möglichkeit zu lassen, sozusagen, dass man da durchgehen kann. Das heißt, hier kommen Personaltüren hin, da und da. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn ich hier unten mal eben irgendwas als Küche ausweise und hier vorne auch irgendwas als Kantine, damit ich einfach auch hier die Dinge vorgeschlagen kriege. Ist vielleicht so ein kleiner Trick für den Fall, dass ihr das selber spielt und ihr ärgert euch immer, wenn ihr hier hin seid. Ihr wollt das noch nicht ausweisen und ihr seid hier schon zugange und sucht immer alles verzweifelt. Ist schon mal ganz praktisch, wenn man irgendwas ausweist, Spiel auf Pause setzt, um das Ganze dann vorzubereiten. Ich weiß leider Gottes jetzt nicht mehr, wo ich alles hingesetzt habe. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das sieht so aus. So. Tut es das? No, it doesn't. Ich glaube, das sieht so aus, ne? So und so. Und dann drehen wir das Ganze einmal so und so und dann so und so. Könnte das sein? Ich glaube schon, ne? Und dann wollten wir hier oben die entsprechenden Herde hinsetzen. Ich will immer noch Wortwitze über dieses Wort Herde machen. Ich weiß nicht warum. Dahin, 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 dahin und natürlich dahin und dahin. Das wird natürlich jetzt richtig Geld kosten, aber das ist halt nun mal so. Und natürlich logischerweise auch die Spüle.
Zwei Stück davon wollten wir ja positionieren, dürften eigentlich reichen. Mit Warmwasser sind die Spülen ja deutlich effizienter. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das reicht. Es wird natürlich logischerweise ein Mülleimer hier drin geben. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wo ich den hinstellen werde. Ich tue ihn einfach mal dahin und dahin. Auf die Heizung verzichten wir in dieser Küche jetzt einfach mal getrost. Weil ich sage, das ist unnötig. Ich weiß nicht warum, aber ne? Ich glaube nicht, dass die nötig sein wird. Ja, Küche ist fertig. Jetzt kommt natürlich logischerweise die Kantine zugange. Das heißt, wir wollen natürlich einmal die Serviertische haben. Da gibt es zwei Stück an der Position. Und natürlich nochmal drei Stück hier oben, die hoffentlich auch ausreichend sein werden. Über diese Serviertische gibt es schon mal direkt Licht, ne? Damit das hier auch ja nicht aus den Fugen gerät. Soll natürlich auch alles schön beleuchtet sein. Die Leute sollen was da drin sehen in dieser Kantine. Und neben dem Licht gibt es natürlich jetzt hier 3000 Tische. Die wir aber Gott sei Dank ja nicht selber machen müssen, sondern die wir jetzt einfach faul wie wir sind kopieren können. Ich hoffe mal, die kopiert das dreckige Geschirr nicht mit. Ich denke mal nicht. Pup, pup, dahin, 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 dahin und dahin. Genauso wie einmal, alle hoppala, das hier. Womit wir dann die anderen Tische hier oben in dieser Kantine nochmal einbauen können. Über die Tische sind natürlich alles immer brav Lampen. Ihr kennt das ja schon von mir. Ich denke mal, damit sollte auch diese Kantine völlig schön beleuchtet sein. Ich finde sie persönlich auch jetzt schon recht schön. Das heißt, ich glaube, die wird eine sehr, sehr schöne. Vielleicht wird das tatsächlich die schönste Kantine, die wir bis jetzt gebaut haben. Die anderen sind ja doch eher zentralisiert. Ich glaube, das könnte tatsächlich sehr, sehr schön werden. Ich mache mal eben die Marmorfliesen schon mal überall hin, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir die schon mal überall haben. Wir gehen ja sowieso durchgehend bis hier hinten hin und dann hier vorne ebenfalls runter. Und natürlich kommt dazwischen dann die sogenannten schicken Fliesen. Die heißen schicke Fliesen in der deutschen Übersetzung. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Wir werden das einmal hier vorne her machen, daher machen. Hier vorne drin werden schicke Fliesen verbaut, um quasi die Wege zu kennzeichnen. Ich glaube, daran kann ich mich noch erinnern seit der letzten Episode. Und natürlich hier vorne runter und natürlich auch dahin, ne? Logischerweise. Ja, in der Küche selber gibt es natürlich einmal die weißen Fliesen, ist ein Hygienebereich, wir wollen das ja immer schön ordentlich halten und selbstverständlich gibt es auch in der Küche Lampen, wo ich dort, dort, dort und dort welche hinsetze und einmal in die Mitte. Heizungen fehlen natürlich auch noch in der Kantine, ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, wo da der beste Platz ist, ich glaube dort und dort können wir mal schön eine hinsetzen. Die reichen, ja reichen die dafür, vielleicht schon, vielleicht nicht, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich sag einfach mal, die reichen. Ich habe sonst keinen schönen Ort, wo ich die hinsetzen könnte. Also ich sag einfach mal, die zwei Heizungen werden reichen. Die Küche ballert ja auch noch ein bisschen Wärme in die Richtung. Also ich denke mal, wir sollten da im Großen und Ganzen ganz ja, zufriedenstellend unterwegs sein. Ich werde natürlich ein paar Fenster in diese Kantine einbauen, um dafür zu sorgen, dass einfach das Personal sich wohler fühlt, beziehungsweise natürlich auch unsere Häftlinge sich wohler fühlen. Ich muss mal ganz kurz eben gucken hier, wie ich die hier eigentlich immer alle drehen muss. Okay, jetzt steht es so rum. Ja, das vergesse ich schon mal bei den großen Fenstern. Ich glaube, ich muss die so rumdrehen. Keine Ahnung, ich vergesse das schon so oft. Aber es gibt ja auch irgendwie keine wirklich optische Unterteilung zwischen diesen Fenstern. So können wir das auf jeden Fall mal machen. Und in der Küche natürlich auch, damit die Wärme auch rauskommt. Ne? Sonst haben wir irgendwann doch Probleme mit der ganzen Sache. Der Durchgang kriegt natürlich auch nochmal ein Fenster. Der Durchgang hier oben kriegt auch nochmal ein Fenster, wenn wir schon dabei sind. Die Zellen haben sowieso selber Fenster. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Der Durchgang kriegt ein Fenster und ja, der Durchgang kriegt natürlich auch ein Fenster. Hier gibt es ja einen Durchgang, da wollen wir nichts hinmachen. Im Großen und Ganzen dürfte das eigentlich erstmal reichen. Wir haben ja jetzt hier den Bereich auch schon erfolgreich dargestellt. Das heißt, wenn das schon mal gebaut ist, sollten wir eigentlich schon mal im Großen und Ganzen zufrieden sein. Die Türen können wir hinterher immer noch einbauen. Dürfte eigentlich kein Problem darstellen. Stromversorgung hat der ganze Käse hier sowieso noch nicht. Das wird hinterher sowieso nochmal der große Spaß an der ganzen Sache werden, hier hinterher alles einzubauen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir überhaupt einen Eingang in dieses Gebäude gelassen haben. Ich glaube nämlich nicht. Ja, es wäre, glaube ich, ganz schön, wenn hier jemand mal die Wand abreißen könnte. Ja, jetzt könnt ihr auch brav alle weiterarbeiten. Jetzt ist hier auch alles nicht gefailt. Kann man so machen. So, Freizeit ist, es wird Zeit für die Durchsuchung, sobald unsere Häftlinge jetzt in 3, 2, 1, Map, alle bitte in die Zellen gehen. Das wäre ganz schön. Vielleicht finden wir mal wieder den einen oder anderen Tunnel. Unsere Mitarbeiter sind ja Gott sei Dank nicht ganz ausgelastet momentan, außer die Wachen, die sind schon wieder völlig überfordert. Wachsystem ändern, sobald hier unten dieser Trakt da ist, werden wir das sowieso nochmal machen müssen. Wie sieht's da aus? Häftling in Einzelhaft eskortieren. Sitzt doch schon da drin. Kann immer einer dagegen treten. Du musst nur einer mal kurz schubsen, das wäre schon ausreichend. Ja, gut. Die Leute sind jetzt mittlerweile alle in ihren Zellen, großen und ganzen. Das heißt, wir machen einmal eine Razzia, logischerweise. Das wäre ganz schön.
wenn das irgendwie machbar wäre. Zack, 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 alles durchsuchen. Natürlich auch die Einlieferung gerade. Ist natürlich immer so ein großer Arbeitsaufwand für unsere Wachen. Vom Personal her 110. Ich mache die mal, glaube ich, auf 125. Von den täglichen Einnahmen dürfte das eigentlich kein Problem sein. Wir gehen mal unsere Wachen auf 125 Wachen erweitern. Die können dann auch brav alle mithelfen bei der Durchsuchung von allem. Also es wird, glaube ich, eine sehr, sehr lustige Sache werden. Wir scrollen mal wieder raus. Mittlerweile können wir das ganze Gefängnis auch gerade noch so überblicken. Von daher, naja. Und wir schauen mal, da ist ein Tunnel da oben. Da werden wir mal kurz Pause drücken und hingehen und den Tunnel verfüllen, wie sich das gehört hier. Jawohl, ist ja ganz weit gekommen, Gott sei Dank. Razzia wurde rechtzeitig gemacht. Es konnte keiner ausbrechen. Das ist sehr hilfreich. So, durchsucht, durchsucht, durchsucht. Wir können ja gerade eh nicht viel anderes machen. Wie gesagt, da unten wird jetzt momentan alles eingebaut. Unsere Mitarbeiter sind sowieso alle ausgelastet. Also, wir haben, glaube ich, mal kurz die Zeit, uns diese Razzia in Ruhe anzugucken. Es ist ziemlich viel Schmuggelware in diesem Gefängnis. Hoppala. Schluck auf habe ich auch noch. Da oben ist auch schon wieder ein Tunnel gefunden worden. Der ist auch ein bisschen größer. Der hat zumindest schon mal aus dem Gefängnisgebäude rausgeschafft. Das ist schön. Jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, Einzelhaft. 36 Stunden kriegt er dafür. Ach so, ja. Wir haben ja doch die Strafen für Ausbrüche in diesem Gefängnis sehr, sehr hoch gesetzt. Aber ich werde, wie gesagt, ich glaube, ich kann das mal eben nutzen hier, um auf Kommentare einzugehen, die ich noch kenne, auch wenn das jetzt ein bisschen näher ist jetzt, die letzte Episode. Ich kann mich daran erinnern, dass einige sich freuen würden, wenn wir die entsprechende, wie soll ich sagen, wenn wir die entsprechenden, ja, nicht Razzien, achso, diese Anhörungsräume irgendwo mal hinbauen würden. Da habe ich vernommen, dass einige von euch sich wünschen würden, wenn wir das machen werden. Ich sehe es ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, das wäre irgendwie nicht möglich oder wäre furchtbar. Ich glaube tatsächlich, das ist eine sehr, sehr gute Idee, diese Anhörungsräume zu machen. Ich wusste nur bis jetzt noch nicht, wohin. Hier unten sind Sozialräume, Gruppenräume frei. Hier unten, wir werden in diesem Bereich sicherlich diese Anhörungsräume auch hinsetzen können. Von daher, ich glaube, wir werden das später mal einbauen. Vielleicht machen wir mit diesem Bereich auch noch was, ansonsten wird das irgendwann mal ein Hof. Wird sicherlich eine Option, je nachdem, inwieweit das Ganze dann reicht. Momentan sind 270 Häftlinge kürzlich grundlos durchsucht worden. Naja, grundlos im Gefängnis zu durchsucht werden, ist sowieso für mich immer so ein bisschen Widerspruch in sich selbst. Wieder mal öffnet keiner das Tor, weil die Wachposten nicht besetzt sind. Aber naja, ach ja, es ist irgendwie noch nicht so ganz optimal gelöst hier. Ja, und da vorne wurde ein Tunnel gefunden, der aber nur... Nee, der Hund ist nochmal daher, es gab keinen... Ah, jemand ist gestorben. Ah, okay, der Richtige. Okay, kein Thema. Ja, es wäre schön, wenn die letzten 3, 4, 5 Orte nochmal eben durchsucht werden könnten. Es scheint an Gefahrenlevel gar nicht mal so hoch zu sein, wenn wir die Razzia, glaube ich, so früh gemacht haben heute Nacht, dass das Gefahrenlevel dann doch eher friedlich ist. Wäre natürlich schön, wenn der Todesfall vor Mitternacht gewesen wäre, dann wäre er auf den gestrigen Tag gebucht worden. Leider ist er das nicht. Naja, ist ja nicht so tragisch. Ja, irgendwie die letzten 5 Orte brauchen wir wieder am längsten. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo die jetzt gerade sind und durchsucht werden müssen. Das Problem an der Razzia ist ja, dass alles, was neu durchsucht werden muss, immer noch dazu geaddet wird. Das heißt, ihr seht schon, die Zahl ist rückläufig zum Teil. Weil, ja, einfach hier, wenn die Leute durch die Metalldetektoren durchgehen, muss das auch nochmal neu durchsucht werden. Ist nicht so ganz optimal gelöst. Ich kann die Razzia jetzt aber auch abbrechen, weil ist in Ordnung, ne? Mein Gott, macht nichts. Ist kein Problem, glaube ich. Ja, wie gesagt, hier unten wird gerade fleißig eingebaut. Was ist denn hier los? Oh. Haben wir überhaupt genug Wachen auf Patrouille hier unten? Ja, ne? Ich glaube, wir haben genug Wachen auf Patrouille. Und das Türkontrollsystem wäre nicht so schön. Wachen auf Patrouille mal da runter. Es ist sowieso da oben nichts los. Es wird echt Zeit, dass wir die Wachpatrouille neu ausweisen, weil das ist irgendwie nicht so ganz optimal, wie das hier läuft. Da unten gibt es auf die Schnauze. Jawohl, mehr. Danke fürs Tasern. Tasern, Tasern. Immer auf die Nase. Es ist interessant. Zack, 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 zack. Ja, sehr herrlich. Da unten gibt es immer noch auf die Nase. Jetzt ist aber Ruhe hier im Busch. Ja, ja, ich glaube, die meisten von euch haben sich jetzt gerade erfolgreich vom Mittagessen disqualifiziert. Ja, das ist natürlich etwas ungünstig. Doof gelaufen, aber gut, wer der Meinung ist, der müsste sich in der Mittagspause schlagen. Im Frühstück, Entschuldigung, ich bin schon beim Mittag. Frühstück hier schlagen, ja, der darf sich natürlich nicht wundern, wenn es dann halt eben mal hakt mit dem Essen. Ja, so, eingebaut wird hier vorne gerade momentan auch alles an elektrischen Teilen. Das heißt, ich glaube, es wird eine gute Idee. Die können wir, glaube ich, alle... Was ist denn jetzt wieder los? Ja, der eine, der sich noch nicht geschlagen hat, der wollte dann jetzt nochmal. Okay, ist gut. Dann nicht. Ja, also ihr seht schon, von der elektrischen Verkabelung her, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir hier
Stromkabel da noch hinsetzen, Stromkabel da noch hinsetzen, damit die sich halt alle miteinander verbinden und damit wir hier quasi ein Stromkabel runterlegen können. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Idee. Hier vorne scheint es auch Probleme zu geben gerade. Das finde ich natürlich nicht so schön. Was ist mit ihm hier? Harttaschendieb hat ganz viele Bedürfnisse momentan. Ja gut. Aber das ist so Einzeltäter, ne? Solange es keinen großen Aufstand gibt, ist alles gut. Wenn sich einer mal schlägt, ich meine, das können wir leider Gottes nicht fallen lassen. Beziehungsweise können jetzt irgendwie nicht sagen, dass das ein großes Problem ist. So, vom Einsatzgebiet her sieht es momentan noch gut aus. Was macht die Logistik? Ist ganz friedlich. Gefangenensituation, es sind Leute zugewiesen zu allen Aufgaben, wo auch Leute arbeiten sollen. Die Nahrungsmittelversorgung ist klar definiert. Es gibt, oh doch, hier oben, die neuen Trakte habe ich noch nicht fest zugewiesen, wo die hin sollen. Das werden wir natürlich mal eben noch machen, damit es hier keine Probleme gibt. Ey, stimmt, Kommentare von euch. Ich hab's gelesen mittlerweile. Entschuldigung, mein Fehler. Das da oben muss noch durchgestrichen werden. Jetzt habe ich es auch selber eingesehen. Hat ein bisschen gedauert. Ich wusste die ganze Zeit nicht so ganz, was ihr meint. Aber mittlerweile, ja, okay, ich habe mich dran erinnert. Raumqualität, ja gut, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, Wäschesituation ist zumindest aufgeteilt zwischen zwei Wäschereien. Es sieht momentan auch noch so aus, als ob wir hoffentlich keine Gangmitglieder außerhalb von unserer Hochsicherheit. Nein, da ist alles gut. Die Grünen haben hier diesen Raum zwar unter Kontrolle, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Da dürfte es keine Probleme geben. Informationen, irgendwelche möglichen Spitzel, er hier vorne, potenzieller Informant. Naja, wie gesagt, wir haben auch 400 von 444 Häftlingen im Trakt, 357 der normalen Sicherheitsstufe von 383 Zellen der normalen Sicherheitsstufe. Ich komme immer noch durcheinander, dass das keine gerade Zahl ist bei den normalen Sicherheitsstufen. Die müsste doch gerade sein, oder nicht? Ja. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doch klar. Welche Zelle ist denn momentan nicht ausgewiesen? Hä? Also hier unten seht ihr das. Ich kann jetzt mit der Maus nicht dahin gehen, weil das sofort verschwindet. Das will ich nicht. Ihr seht das. Kapazität Normalsicherheitstrakt hat 383 Zellen und ich glaube, wir sollten eigentlich eine symmetrische Anzahl haben, weil wir haben hier 12. Und ich habe hier, ich meine, da oben waren ja Tunnel gefunden worden. Vielleicht sind die noch nicht abgedichtet wieder. Die sind aber dicht hier. Also hier scheint irgendwo ein... Was macht denn die Zellen? 445 haben wir insgesamt. Alles gut. Leuchtet alles symmetrisch. Leuchtet alles symmetrisch. Ich wüsste nicht, wo jetzt ein dunkler Spot ist, der es nicht als Zelle zählt momentan oder die ein Ausrufezeichen drüber hat. Ist ein bisschen strange jetzt gerade. Ich muss nochmal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist so eine komische Zahl, 383. 10. Ja, 20, 40, 60, 80, 160 plus 12 plus 12 plus 24 sind 184 Zellen. Plus 184 Zellen, logischerweise. Sollten 384 sein eigentlich. Sind aber 383. Also irgendwie geht da die Rechnung noch nicht so ganz auf, oder? Also, Entschuldigung, das ärgert mich jetzt irgendwie. Irgendwie müsste so ein symmetrischer Trakt rauskommen, oder nicht? Oder verpasse ich jetzt hier irgendwas? Hier mal jede Zelle abgehen. Wenn ich das nicht finden sollte, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich das vergessen habe. Da! Ei! Oh, dafür ein Klo! Haha! Deswegen! Ei! Mate! Okay, never mind. Okay, ist in Ordnung. Gut, ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt. Das kann nicht sein. Ich baue die Zellen immer symmetrisch und damit müsste ich auf eine symmetrische Anzahl kommen. 385 wäre in Ordnung gewesen, 383 macht keinen Sinn. Also Hochsicherheitstrakt 35 macht Sinn, Schutztrakt 26 macht auch Sinn. Von daher, never mind. Alles gut. So macht Sinn. Ja, wir haben hier unten jetzt, ja gut, die Baustelle ist am zugange sein. Wir bauen hier momentan alle möglichen Dinge ein. Herd installieren, der dürfte jetzt hier vorne das Kabel, der baut das Kabel hin. Genau, der baut das Kabel hin. Hier fehlt noch das Kabel, und das Kabel. Und damit sollte jetzt eigentlich schon alles eingebaut worden sein hier, bis auf die Wasserversorgung. Wir müssen die Wasserleitung hier reinlegen. Das ist, glaube ich, schon eine Sache, die wir ruhig schon machen könnten. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie ich die hier unten durchziehen möchte. Hier geht sie ja momentan her, die Wasserleitung, und mein Ziel ist ja, dass sie jetzt hier unten quasi einmal durch die Mitte durchgeht, weil das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache. Sie könnte hier vorne wieder zentral rausgehen, ist aber auch irgendwie nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Das heißt, dieser Trakt hier ist logischerweise symmetrisch, 8 Meter. Wir könnten tatsächlich sagen, wir machen die jetzt hier unten raus.
Aber ich muss ja hier unten irgendwie auch mal Wasserversorgung reinkriegen. Also ich weiß noch nicht, hier diese, dadurch, dass das jetzt hier symmetrisch ist, ist das irgendwie kacke. Weil ich kann jetzt hier kein zentrales Wasserrohr reinlegen, weil da ist ja nicht symmetrisch. Geht ja nicht. Was nicht symmetrisch ist, geht nicht. Also, naja. Ich glaube, da müssen wir uns noch was zu einfallen lassen. Ich glaube, vielleicht reicht es ja, wenn wir hier drin irgendwie die Wasserleitung legen. Ich glaube sogar, das reicht wirklich. Das dürfte eigentlich reichen. Von der Versorgungslücke her. Naja, mal gucken. Das sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge an. 20 Minuten sind voll. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns damit mal beschäftigen, das Ganze irgendwie ans Laufen zu kriegen. Wofür ist das Fragezeichen da? Versorgung. Ach so. Ach so. Ja, Tipps. Ach Gott. Ach du grüne Leute. Ja gut. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, euch hat die kleine Folge hier gefallen. Wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, am Mittwoch wieder, logischerweise. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und haut rein.